Was denn, wenn man wirklich überhaupt keine Lust zum Lernen hat? Dann sitzt am Abend der überhaupt keine Lust. Ja, also ich schlage Folgendes vor. Wenn es auf eine Prüfung zugeht, und das ist auch ein Mechanismus, den man aktivieren kann, und ich habe absolut keine Lust, dann ist ja üblicherweise so, bevor man zu lernen beginnt, findet man irgendeine Beschäftigung, die man vorher noch erledigen muss. Vorhänge waschen, Küche zusammenräumen, Zimmer aufräumen. Sie kennen das? Das wird üblicherweise als feindlich interpretiert. In Wirklichkeit ist es der Einstieg ins Lernen. Ich kann diese Tätigkeit wahnsinnig gut verwenden dafür, um die ersten Lernschritte zu machen. Und in dem Fall würde ich einfach hergehen und das Inhaltsverzeichnis dieses ungeliebten Faches hernehmen und egal was ich jetzt mache, weiß nicht, Küche zusammenräumen oder Zimmer zusammenräumen, ja, Fotos sortieren, was auch immer. Ich habe dieses Inhaltsverzeichnis und fange an, mit diesem Inhaltsverzeichnis zu diskutieren. Ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder diskutiere mit dem, indem ich es schimpfe, warum muss ich jetzt irgendwas wissen über Binomialkoeffizienten oder so. Und lasse mich über jedes aus. Das ist die eine Variante. Die zweite Variante ist, die vielleicht ein bisschen effektiver ist, gibt es irgendwas in diesem Inhaltsverzeichnis, wo ich schon etwas weiß? Und dann, da habe ich schon ein bisschen was gehört, das könnte so und so sein, da weiß ich gar nichts. Ich fange an, mit dem Ding zu reden, während ich meine Fotos sortiere. Und dann aktivieren wir auch einen Neuromechanismus, und zwar versucht unser Gehirn zu ergänzen. Es ergänzt Informationen. Und was dann passiert ist, dann wird das Gehirn im unbewussten Teil anfangen zu suchen nach fehlenden Informationen. Und dann erwischt man sich, wirklich, erwischt man sich dabei, wenn man plötzlich was nachschaut, weil das habe ich überhaupt noch nicht gehört, und geratet langsam in diesen Lernprozess hinein. Und das wäre also mein erster Ad-Hoc-Vorschlag, den ich da so geben könnte, das Inhaltsverzeichnis schimpfen, aber jedes Kapitel extra, oder wirklich schauen, wo weiß ich schon etwas, weil damit dieser Mechanismus aktiviert wird und ich dann plötzlich ins Lernen hineingleite, ohne dass ich es wirklich aktiv antreiben muss. Machen wir kurz noch.